Mit Jan Randolph aus der IHS werde ich mich heute über die wichtigsten anstehenden Ereignisse aus dieser Woche unterhalten. In dieser Woche werden einige geldpolitische Berichte erscheinen. Wir beginnen mit der RBA. Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie? Die RBA hat den Leitzins auf ein Rekordminimum von 2% bereits gesenkt. Aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche Chinas und des Rohstoffpreisabstieges befindet sich die Landeswirtschaft und auch die Landeswährung unter Druck. Diesmal wird die RBA den Leitzins wohl unverändert belassen. So the question is, does it cut or will it hold? I think probably this time it will hold, but we can expect probably some future cuts in the pipeline. Moving on then. Und nun zur Bank von England. Was erwarten Sie von Herrn Carney? Well, it's interesting. Die britische Wirtschaft zeigt Positives. Der BIP erfreut. Der PMI hat in diesem Jahr aber enttäuscht. Der Sterling hat seine Positionen verstärkt. Die Konsumausgaben haben sich auch verstärkt. Vieles hängt nun von der Inflation ab. Die britische Zentralbank muss sich sicher sein, dass die Inflation sich aufwärtig bewegt. Erst dann kann man über eine eventuelle Leitzinserhöhung nachdenken. Die aktuelle Schwäche der Rohstoffpreise wird einen Anstieg der Inflation beeinflussen, und das weiß auch die Zentralbank von England. Falls die wirtschaftliche Aktivität weiter Positives zeigen sollte und falls der PMI sich in die richtige Richtung bewegen sollte, könnte England den Leitzins zu Jahresende oder zu kommenden Jahresbeginn anheben. Recent weakness in oil prices and commodity prices will dampen the rise in inflation, but that will be a pass-through effect. That will wash out eventually. And I think the Bank of England will recognize that. And as long as the strength of the economy holds up, the PMIs start improving, then I think they will contemplate a very small gradual increase, probably towards the end of this year, early next year. And then the BOJ. Und nun zur japanischen Zentralbank. Mit was sollten die Investoren hier rechnen? Die Bank von Japan hat ein massives quantitatives Lockerungsprogramm eingeführt, was die Yen erfreulicherweise nach unten gedrückt hat. Nun kommt die Frage auf, inwiefern die japanische Wirtschaft dem Trend der restlichen asiatischen Länder bestehen wird. Damit ist teilweise China gemeint. Ich glaube, dass sich die Bosch etwas zurückziehen wird, um den globalen Trend mitzuverfolgen, um zu verstehen, was Amerika als nächstes tun wird und wie sich die Situation in China weiterentwickeln wird. Am kommenden Freitag werden die nichtlandwirtschaftlichen Gehälter veröffentlicht. Die US-Arbeitslosigkeit befindet sich auf einem seit 7 Jahren nicht mehr gesehenen Minimalwert. Mit welchen Ergebnissen rechnen Sie und inwiefern könnte das eine Leitzinserhöhung im September beeinflussen? Die jüngsten Ergebnisse des amerikanischen Arbeitsmarktes zeugen von der Stärke der Landeswirtschaft. Die Fed wird den Leitzins nicht anheben, wenn dies der Landeswirtschaft Schaden zufügen könnte. Ein wichtiger Aspekt ist der Lohnanstieg. Falls dieser Faktor erfreuen sollte, könnte man mit einer Erhöhung im September rechnen. Andererseits muss man auch die Inflation mit einbeziehen. Diese muss sich direkt auf dem Weg zu dessen Zielniveau von 2% bewegen. Und hier kommen wieder die geringen Rohstoffpreise mit ins Spiel, die diesen Prozess stark beeinflussen werden. Der Arbeitsmarkt und die Anzahl neuer Arbeitsplätze sind sehr wichtig. Die Schlüsselrolle wird aber der Lohnanstieg einnehmen. Ein Anstieg der Gehälter würde die Tür zu einer Leitzinserhöhung öffnen. The recent weakness in oil and commodity prices again may deflate that a little, but again that would probably wash out. There'll be a pass-through effect. It would be helpful for real incomes. So I think the key indicator is not just not just the unemployment rate and the number of jobs created. But the key thing will be incomes and whether there's any income increase. If there's an earnings increase, I think that will make the U.S. much more comfortable to pursue
an increase in interest rates. Und wie wird die weitere Bewegung des Pfundes, des US-Dollars und des Euros aussehen? Der Euro wird seine Positionen bezüglich des Sterlings und des US-Dollars weiter ablegen. Und das aufgrund des geldpolitischen Unterschiedes. Die Europäische Zentralbank befindet sich tief in dessen quantitativen Lockerungsprogramm. Der Sterling ist nach oben geschossen. Amerika und England werden ihre Geldpolitik bald verschärfen, was die entsprechenden Landeswährungen nach oben drücken wird, während die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank den Euro weiter abschwächen wird. Jan, ich bedanke mich für Ihren Beitrag. Liebe Zuschauer, über die Resultate dieser Ereignisse wird Dukoskopy berichten. Bleiben Sie dran, alles Gute und bis bald.